Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video zur Kreisbewegung. Und das erste Video hat sich ja mit der Kinematik der Kreisbewegung befasst, also mit den Bewegungsgleichungen. Einen Link dazu findet ihr unten im begleitenden Text zu diesem Video. Und hier in diesem Video geht es nun um die Dynamik, sprich um die Kräfte, beziehungsweise eigentlich um die alles entscheidende Zentralkraft bei der Kreisbewegung. Die Zentralkraft ist ein etwas kürzerer Ausdruck für Zentripetalkraft. Wer noch an Zentrifugalkraft denkt, auch da habe ich noch ein Video gesetzt, der müsste sich mal kurz mit dem Thema Scheinkräfte auseinandersetzen. Wir leiten die Formel für die Zentripetalkraft her. An der Stelle muss ich jetzt vielleicht auch eine kleine Warnung loswerden. Das ist jetzt mathematisch und physikalisch nicht ganz einfach, was wir hier heute vorhaben. Ihr braucht einiges an Vorkenntnissen. Keine Angst, ich gehe alles Schritt für Schritt einmal für euch durch, was ihr dazu wissen müsst. Im Schnelldurchgang, versteht sich. Und wer glaubt, der kann das schon alles, der kann natürlich dann auch schon gleich unten über diese Liste an die Stelle springen, wo ich dann die eigentliche Formel herleite. So, für alle anderen geht es jetzt los. Wir gucken mal in die physikalischen Formeln, die ihr kennen solltet und verstanden haben solltet. Das ist zuerst die Winkelgeschwindigkeit Omega. Die ist definiert als Winkeländerung pro Zeitänderung, also Delta Phi durch Delta T, wobei eben der Winkel im Bogenmaß gegeben ist. Deswegen schreibe ich hier Phi und nicht Alpha. Die Formel geht halt nur, wenn die Winkelgeschwindigkeit zeitlich konstant ist. Das ist hier auch der Fall bei dem, was wir betrachten, also Omega gleich konstant über t. Allgemeiner gilt, die momentane Winkelgeschwindigkeit ist der Grenzwert von Delta t gegen 0 über diesen Quotienten. Der gilt natürlich auch bei konstanter Winkelgeschwindigkeit. Dann haben wir den Zusammenhang zwischen Bahn und Winkelgeschwindigkeit. Bahngeschwindigkeit v gleich Winkelgeschwindigkeit Omega mal r oder umgestellt Omega gleich v durch r. Auf jeden Fall brauchen wir diese Formel auch. Ebenso wie den Hauptsatz der Mechanik, Kraft gleich Masse mal Beschleunigung, F gleich M mal A, die übrigens nicht nur skalar geht, sondern auch vektoriell, also Kraftvektor gleich Masse mal Beschleunigungsvektor. Was bedeutet, dass auch die beiden Vektoren Kraft und Beschleunigung unbedingt in die gleiche Richtung zeigen müssen, denn die Masse ist ja ein positives Skalar. Dann müssen wir die Beschleunigung A als zeitliche Ableitung der Geschwindigkeit V verstanden haben. Sprich, A ist Grenzwert von Delta T gegen 0, von Delta V durch Delta T oder kurz notiert V Punkt von T. Und für die, die es zum ersten Mal sehen, der Punkt darüber ist, ist im Prinzip das gleiche wie F' von X, nur dass man deutlich macht, hier wird nach der Zeit abgeleitet. So, jetzt zur Physik, kommen wir zur Mathematik. Da haben wir zunächst die Formel für die Bogenlänge B, das ist dann einfach Phi mal R, wobei Phi als Winkel im Bogenmaß gegeben sein muss. Bogenmaß, das ist im Prinzip ein Stück auch von einem Kreisbogen, und zwar zum Radius 1. Wenn man sich das so einzeichnet, dann sieht man, dass eigentlich die Bogenlänge nur r mal größer ist als der Kreisbogen zum Radius 1. Und da eben genau das Bogenmaß ist, also ein Winkel, der beschrieben wird von 0 bis 2 Pi statt von 0 bis 360 Grad, können wir das hier verwenden und haben dann diese schöne einfache Formel. Dann haben wir die Vektorrechnung. C ist gleich a plus b, und das bedeutet geometrisch, ich zeichne einen Vektor a, ich zeichne einen Vektor b. Den Vektor b kann ich auch an die Spitze von dem Vektor a setzen, und die Summe a plus b ist dann einfach der Vektor, der vom Anfang von a bis zum Ende von b verläuft. Es gibt auch negative Vektoren, das ist dann minus x, und das ist einfach minus 1 mal x. In der Geometrie ist das ein Vektor, der genauso lang ist wie x, aber genau in die entgegengesetzte Richtung zeigt. Dann haben wir die Ableitung, f' von x ist der Grenzwert von Delta x gegen 0, Delta y durch Delta x, oder mit der H-Methode geschrieben, ist dann Limes h gegen 0 von f von x plus h minus f von x durch h. Das sind im Prinzip zwei verschiedene Varianten, das aufzuschreiben von einer und derselben Idee. Ich kann das auch mal ganz kurz zeigen. Ich zeichne mal hier eben flotten Koordinatensystem und irgendeinen beliebigen Funktionsgraphen. Da rein dann zwei Stellen x1 und x2 und die zugehörigen Stellen y1 und y2. Der Abstand zwischen x1 und x2 ist dann Delta x, und der zwischen y1 und y2 ist Delta y. Und wie wir bereits aus der Sekundarstufe 1 wissen, die Steigung berechnet sich dann als Delta y durch Delta x. So, wenn ich das jetzt ein bisschen anders formuliere, dann nenne ich diesen Abstand Delta x h. Das bedeutet, meine Stelle x1 wird zur Stelle x, und da die Stelle x2 einfach um den Wert h weiter rechts verschoben ist, ist es dann die Stelle x plus h. Y1 ist der Funktionswert an der Stelle x, und y2 ist der Funktionswert an der Stelle x plus h. Ja, und wenn man das dann einsetzt oben, dann kommt genau die Formel raus, die da links steht. Soweit die Vorkenntnisse. Jetzt machen wir ernst und kommen zur Herleitung. Zeichne ich zuerst ein Objekt, das sich auf einer Kreisbahn bewegt, an zwei verschiedenen Positionen. Einmal zum Zeitpunkt t1 und kurze Zeit später zum Zeitpunkt t2. Ich zeichne auch die beiden Radien ein, und da unten ist der Winkel Delta phi. Der bekanntermaßen sich berechnet eben aus Omega mal Delta T bzw. Omega mal T2 minus T1. Die beiden Zeitpunkte seien dann eben genau passend zu Delta T eingezeichnet.
Dann betrachten wir die Geschwindigkeitsvektoren. Da ist einmal der Geschwindigkeitsvektor zum Zeitpunkt t1 und kurz danach der Geschwindigkeitsvektor zum Zeitpunkt t2. Beide Vektoren sind gleich lang, beide Vektoren haben die Länge v, denn wir haben ja gesagt, die Geschwindigkeit soll sich betraglich nicht ändern. Das Objekt wird nicht schneller, nicht langsamer. Es ändert sich halt nur die ganze Zeit die Richtung der Bewegung. So, jetzt zeichne ich die beiden Vektoren mal ein bisschen separat davon ein und schaue mir mal diesen Vektor x an, der von der Spitze des einen zur Spitze des anderen zeigt. Das ist nämlich ganz interessant. Wie kriege ich den Vektor x durch Vektoraddition heraus? Und das sieht man eigentlich ziemlich schnell. Man muss zuerst den Vektor minus v1 gehen und dann plus den Vektor v2. Ich schreibe es mal hin. Also minus v1 plus v2. Und drehe es mal um. Das heißt, es ist v2 minus v1. Das heißt, dieser Vektor x da ist eigentlich nichts weiter als der Geschwindigkeitsdifferenzvektor. Und da die Beschleunigung ja die Ableitung der Geschwindigkeit ist, also Geschwindigkeitsdifferenz durch Zeit, müsste eigentlich die Beschleunigung dann auch genau in die Richtung von x zeigen. Und deswegen schiebe ich mal diesen Vektor an die andere Stelle, nämlich genau in die Mitte zwischen den beiden Punkten Position 1 und Position 2 und sehe tatsächlich, der Vektor Delta V, der zeigt zur Kreismitte. So, den Winkel Delta Phi, den habe ich natürlich, weil beide Vektoren senkrecht auf den Fahrstrahl stehen, auch da oben zwischen den beiden Vektoren. So, und dann gibt es da oben so eine kleine Bogenlänge B. Und diese Bogenlänge B berechnet sich bekanntermaßen als V mal Delta Phi, nach der Bogenlängenformel, die ich gerade in den Vorbereitungen gesagt hatte. V ist ja die Länge der Vektoren. Jetzt kommt der kleine Infinitesimalgedanke dazu. Wenn ich das Zeitintervall Delta T sehr klein wähle, dann wird auch der Winkel Delta Phi sehr klein. Und dann kann ich sagen, die Länge von x, das heißt also die Länge dieses Differenzvektors hier, das ist eigentlich ziemlich genau gleich lang wie die Bogenlänge b. Und wenn ich Delta t dann als Grenzwertprozess gegen 0 gehen lasse, dann gilt das sogar exakt. Jetzt habe ich endlich alle meine Vorbereitungen für die Herleitung, die geht dann ziemlich schnell. Legen wir einfach mal los. Damit ist also Folgendes gegeben. A ist halt der Grenzwert zu Delta t gegen 0 von Delta v durch Delta t. Und jetzt setze ich für Delta V oben diese Formel ein. Also das ist ja dann bei Delta T gegen 0 gleich der Bogenlänge. Und die Bogenlänge oben ist V mal Delta Phi. Das setze ich einfach ein. Rest lasse ich stehen. Als nächstes weiß ich, V ist ja zeitlich konstant. Das heißt, der Grenzwertprozess hat auf V überhaupt keine Auswirkung. Deswegen kann ich den davor schreiben. Alles andere bleibt drin. Ja, und der Grenzwert von Delta T gegen 0 von Delta Phi durch Delta T ist nichts weiter als Omega. Und damit habe ich dann stehen, A ist gleich V mal Omega. Wenn ich jetzt noch die Formel Omega gleich V durch R einsetze, dann habe ich V Quadrat durch R. Und damit habe ich eigentlich den wesentlichen Schritten geschafft. Also das lasst ein bisschen sacken auf euch. Ich ziehe dann nur noch die Schlussfolgerung für die Kraft, aber das ist jetzt eine Kleinigkeit, denn wir haben jetzt bereits herausgefunden, die Zentralbeschleunigung, das ist nicht weiter als V Quadrat durch R. Und dann geht halt der Hauptsatz der Mechanik, F gleich R mal A. Das heißt, ich muss nur noch das Ganze mit R multiplizieren und habe meine Formel für die Zentralkraft. Wer lieber mit Omega arbeitet, der kann dann auch hier V gleich Omega mal R einsetzen. Und dann war das M mal Omega mal R, in Klammern oben zum Quadrat durch R. Dann kann man nochmal ein R aus dem Zähler gegen das R im Nenner wegkürzen und es bleibt M mal Omega Quadrat mal R übrig. Und wir haben alle Formeln zusammenbekommen. Ihr habt es geschafft. Ich bin stolz auf euch. Das war ein schweres Stück Arbeit. Genießt die Früchte. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.